Mittwoch, guten Morgen aus bekannter Umgebung. Ach, meine Bräunung ist echt witzig. Ich habe auch noch ein bisschen wunde Nase, deswegen wieder so ein bisschen Creme. Herzlich willkommen zu einem Vlog. So After Urlaub. Prä-Urlaub, After Urlaub, noch im Urlaub. Da kam was an. Mein Balkontisch, mein neuer, und die Stühle, die baue ich jetzt gleich auf. Und dann zeige ich euch das Ganze mal, wenn das auf dem Balkon steht. Und dann setze ich mich auch auf selbigen noch ein bisschen. So, noch ein, zwei Sachen erledigen. Ich werde das für die Uni machen, werde einkaufen, weil morgens hier Feiertag. Immer hasst mich, Bärbel liebt mich immer noch. Schwierig aktuell mit den Katzen, schwierig. Aber kriegen wir alles hin. Haben wir hier gleich noch ein bisschen Ordnung, wie auf dem Balkon, dass hier alles hinpasst. Und dann bin ich mal gespannt, wie das gleich aussieht. Immer steht auch schon auf dem Karton und inspiziert, was wir da so gekriegt haben. Samstag, guten Morgen. Ich bin leicht gestresst. Ich war gestern beim Tätowieren, zeige ich euch gleich. Und danach noch im Erdbeerfeld, weil ich heute noch einen Erdbeerkuchen gebacken habe für den Geburtstag, wo ich gleich schon in die Richtung zumindest düse. Ich habe mich lang gemacht und war ein bisschen spät aufgestanden. Jetzt gucken wir mal, ob das heute alles klappt. Ich muss nämlich heute noch ein Video schneiden. Für heute. Genau, ich sehe jetzt mal das Tattoo, was ich gestern gekriegt habe. Es hat auch ein bisschen länger gedauert. Aber ich mag es total gerne. Und ja, Achtung, Füße. Ich weiß nicht, man muss ja immer ein bisschen so warnen. Also Achtung, jetzt kommen meine Füße. So, da ist es am Knöchelchen. Genau, eine kleine Gespenstkatze. Und ich liebe es sehr. Es hat nur länger gedauert, weil ich hier geschnitten wurde und es einfach nicht aufgehört hat zu bluten und wir deswegen den Stencil eben nicht auftragen konnten. Hat dann, ja, ein bisschen, war ich ein bisschen länger in Stuttgart, als ich geplant hatte. Und jetzt mache ich mich mal auf den Weg und hoffe, ihr habt auch ein wunderschönes Wochenende. Es soll heute richtig heiß werden bei uns. Ich habe 30 Grad. Richtig Bock. Kommt auch nochmal die Emma ins Bild. Genau, und dann hören wir uns, denke ich, eher morgen. Ich muss heute Abend nämlich unbedingt die Bude dann mal Tabula Rasa machen. Wie sieht es aus? Ach, wollt ihr gar nicht wissen, wie es hier aussieht. Furchtbar sieht es hier gerade aus. Also, bis morgen. Hallo, ich bin zurück zu Hause. Hallo, endlich. Ich habe einen neuen Bewohner. Vorsicht, Spinne. Bisschen zu spät vielleicht, ne? Vorsicht, Spinne. So ganz genau nochmal zu zeigen. Ich weiß gar nicht, ob man sie genau sieht. Sieht man sie? Man sieht sie. Und der Dame oder dem Herrn, wir wissen es nicht genau, mache ich gleich noch das Terrarium fertig. Und dann ist ja Feierabend. Wir hatten heute 33 Grad. Und genauso fühle ich mich auch. Und genauso fühle ich sich heute auch aus, finde ich. Ich bin so viel fertig mit der Welt. Und genau. Mach sonst nichts, weil noch ist die Bude auf. Morgen geht es eventuell an den See. Wurde gerade gefragt, ob ich Bock hätte an den See. Klar habe ich Bock bei dem Wetter. Ja. Also schauen wir mal. Vielleicht wird es morgen dann doch kein Chili-Willi-Tag, sondern ein ich gerne den Seetag. Dienstag. Hallo. Die Katzen haben mir schon netterweise den Rechner hochgefahren, wie ich nach der Arbeit auch direkt weitermachen kann. ja, ich war jetzt die ersten 2 Tage arbeiten. Yay, voll spannend, ich weiß. Es hat wieder 30.000 Grad, wobei es eigentlich hieß, soll die Woche kühler werden. So viel dazu. Und ich habe gerade Urlaubsbilder schon gedruckt, heute in meiner Mittagspause. Heißt, ich kann mich später daran machen, die Alben zu füllen, die Alben. Weil ich mir überlegt habe, ich mache dieses Jahr eins für Urlaub und eins für so Festivals, Konzerte und sowas. Genau, einfach, ja, dass ich beides ein bisschen getrennt habe, weil ich dachte, so zusammen ist irgendwie doof. Aber dass ich die Konzerte gar nicht mache oder jetzt auch backen und so, das ist ja auch irgendwie nicht so schlau von mir. Und genau, deswegen habe ich gesagt, mache ich das so. Und gleich jetzt aber erstmal noch einkaufen werden, nur dass die Straßen noch frei werden. Und eigentlich warte ich noch auf 10 Grad weniger. Aber. Das wird halt so schnell nicht passieren. Deswegen sage ich jetzt mal bye bye, bis nächste Woche. Mal gucken, wie es wird. Ja. Heiß wird es wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird es heiß. Also, bis nächste Woche.